Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Ja, wir schauen jetzt einfach mal direkt in den Item Shop rein. Nach wie vor der mega geile Dark Bomber Skin, den haben wir ja gestern bereits, oh, jetzt dreht sie mir den Rücken zu, bereits gestern präsentiert. Hammer. Brauche ich nichts mehr zu sagen, das Ding ist mega nice. Dann haben wir hier die Thunder Crash Picke, die einfach auch nur mega, mega, mega ist. Das Ding, das ist richtig nice. Habe ich auch gestern bereits vorgestellt. Verlinke auch gerne das Video. So, dann geht's los. Jetzt, der Reef Ranger. Und, ja, was soll ich dazu sagen? Das Ding sieht so. Also, das passte mal ja nicht in The Fortnite rein, gell? Also, sorry, aber. Da unten eine Wal, da eine Krabbe. Gefällt mir überhaupt nicht, kann ich gar nichts mit anfangen mit dem Ding. Dem gebe ich maximal 2 von 10. Also sorry, aber da kann ich nicht mehr für geben. So, dann schauen wir doch mal ganz kurz, wie sind denn die allgemeinen Bewertungen hier für. So, 3,27 von 5, okay. Ja, dann geht's weiter. Dann haben wir den Igel. Lasst ihn fliegen! Ja, und dem Igel, der ist eigentlich ganz cool. Den kann man auch immer ganz gut gebrauchen. Was heißt ganz gut gebrauchen? Auf jeden Fall gibt es diverse Situationen, wo man den ganz gut benutzen kann. Leider ist jetzt inzwischen die Impulsgranate nicht mehr im Spiel. Das heißt, der Igel macht nicht mehr ganz so viel Spaß. Vorher haben wir den, oder hat er sofort den auch gerne mal benutzt, wenn er irgendjemand hat fliegen lassen. Mit der Shockwave-Granate sieht die Sache ja ein bisschen anders aus. Da fliegt er zwar weg, aber kriegt er keinen Schaden. Insofern ist der Eagle ein bisschen, ja, gut, wenn man vielleicht noch ein Gebäude runterholt. Ansonsten gebe ich dem Ding jetzt noch, weil die Impulsgranate raus ist, gebe ich dem Ding jetzt noch 6 von 10. Ja, und gut, da vermute ich jetzt mal, dass die, ja, gut, die Bewertung ist jetzt auch nicht so, der Brüller 2,5 ist auch nicht so toll. Dann haben wir hier einen, der ist 0 von 10. Was soll ich denn darauf sonst geben? Sorry, aber das ist ja wirklich grausam. Da habt ihr echt, also 3 von 5? 3 von 5 bei so einem schrottigen Gleiter? Da bin ich doch ein klein wenig überrascht. So, dann haben wir diesen Wrestler-Skin. Der Dynamo. Sieht ein bisschen aus wie die Wrestler da aus diesen südamerikanischen, also aus diesen mexikanischen Part of the Lucha-Set, ja. Aus diesen mexikanischen Wrestling-Ligen. Die haben ja auch meistens solche Masken da auf. In China oder in Japan, glaube ich, da gibt es ja auch dann eine Wrestling-Liga. Da sehen sie auch so ein bisschen aus wie die hier. Mir gefällt das Ding nicht. Aber ist jetzt, ja, ich gebe dem 4 von 10. Ja, 4 von 10. Ja, dann schauen wir mal, was. Okay. Auch hier die Bewertung nur 2,5 von 5. Also seid ihr auch nicht wirklich begeistert von. Dann kommen wir zu einem neuen Emote.
Und ja, something stinks. Emote. Das ist richtig nice. Gucken wir mal da rein. Das ist geil. Ich muss schon mal ganz kurz. Das kann auch nur ein Mann witzig finden. Ich finde den cool. Und auch so wie er zum Schluss nochmal die Zunge rausstreckt. Ja, jetzt nochmal hier. Guckt das mal so. Dann grinst er sich schon einen ab. Dann lacht er schon. Und jetzt. Wer war's? Wer war's? Wer war's? Eklig. Also, something stinks, whoever smelled it, würde ich sagen. Finde ich echt nice, finde ich ganz witzig. Dem gebe ich 8 von 10. Weiß gar nicht, ob es da schon irgendeine Bewertung drauf gibt. Ich denke nicht. Nein, gibt es noch nicht. Ist ja auch heute erst rausgekommen. So, und dann haben wir... Ja... Als letztes hier dann noch diese Picke, die Victory Leap. Ja. Mit einem Smiley auf der Hupe. So besonders. Champion steht da unten drauf. Naja. Ist okay, aber ist jetzt auch nicht der Oberbringer. Also ich sag mal so, dem Ding gebe ich. Das sieht nicht so toll aus, ehrlich. Nein, gebe ich. Was sind 4 oder 5 von 10? 4 von 10, ne? Komm, geben wir dem. Ah, 4 von 10. So, und dann schauen wir mal rein, wie da die Bewertungen von eurer Seite aus sind. Sogar nur 1,5 von 5 bei 2 Votes. Also gefällt euch auch nicht so wirklich. Ja, nachdem der Shop gestern so mega geil war. Aber gut, ich meine, der Dark Bomber ist ja noch drin. Und dieser neue Emote ist auch ganz witzig. Ansonsten der Rest ist jetzt nicht so der Bringer. Also wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da und schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben sollt. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Oder Fortnite Action mit dem Herrn Sofort. Moment, ich habe noch ein Ding, kann ich euch noch jetzt hier... Muss ich mal schauen, dass ich das noch irgendwie reinbekomme. Das könnte jetzt ein klein wenig problematisch werden. Ich glaube, das wird nicht so gut funktionieren. Denke ich mir. Glaube ich zumindest. Aber ich versuche es. Ich versuche es. Gucken wir mal ganz kurz. Na doch, geht ja einigermaßen. Ist jetzt nicht nicht hammermäßig eingestellt, aber hier haben wir noch ein kleines, die Reaktion von Cypher auf diesen neuen Emote. Gucken wir mal. First Legend PS4 in 3 months. DS Burgers with Prime. Something stinks. Okay. What is that? Er hatten sich zumindest gleich geholt. Alle anderen waren mit dem Fall Skirmish beschäftigt. Waren ja auch wieder ein heißes Match gewesen. Ging bis zum Ende wieder mit so einer kleinen Skybase, die da oben gebaut wurde. Ja, ist ein bisschen irritierend, wenn man sieht, dass bei so einem hochdotierten Turnier die Profis da mit Skybasen ankommen und dann auch noch auf die Art und Weise das Match gewinnen. Das war ja jetzt vor kurzem war ja mal ein Skirmish gewesen. Da hat einer mit einer Skybase gewonnen, $25.000. Der hat nicht einmal einen Kill gemacht. Das hätte ich sein können. Und naja, also
Ist auf jeden Fall immer spannend, aber völlig anders als die normalen Matches, wenn man das sieht. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da, ne? Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.